So, Kinders, dann fangen wir mal an. So, jetzt sind wir auf den Streuobstwiesen hier an der Mosel und ich bin gespannt, was wir jetzt machen. Ich sehe da schon Körbe stehen. So, hier sind die Wiesen, in denen wir gerade unser Abendessen sammeln. Bin schon gespannt, was das alles geben wird hier. Foodblogger sind schon ein bisschen anstrengend, wenn ihr versteht, was ich meine. Hier kommt es ja nicht zum Essen, ne? Wir essen jetzt gerade Mittag hier in der schönen Hütte, in den Streuobstwiesen, in denen wir Kräuter gesammelt haben. Und Theresa hat uns zwei Spargelgerichte gemacht. Super. Sieht das nicht putzig aus, wo wir jetzt hier langlaufen? Nathalie läuft quer durchs Bild, die begleitet uns heute. So, meine Lieben, wir befinden uns jetzt da, wo meine Kernkompetenz ist. Nina ist gerade durchs Bild gelaufen und ich freue mich schon sehr hier. Wie ihr seht, die anderen arbeiten. Das ist natürlich sehr gut, weil wir möchten ja heute Abend essen. Ich freue mich also über ein Vier-Gänge-Menü mit Wein. So, jetzt fangen wir an. Die Winzer sind angekommen. Es gibt ein Vier-Gänge-Menü und jeder wird von einem anderen Wein begleitet. Ich freue mich. So, das sind die Winzer, die drei, die uns heute ihre Produkte präsentieren. Und als erstes bekommen wir schon ein Cremant eingeschenkt. Nährstoffe aus dem Boden sammeln. Und diese Nährstoffe, die dann rein, die Rebe bekommt, die sorgen auch dafür, dass der Wein eine schöne Würze bekommt. Mädels, wie fit seid ihr? Ja, einer. Oh, ich glaube, es sind jetzt alle K.O. und müde.